Effizienz und Geschwindigkeit sind hier auf der Internorga ein ganz großes Thema. Und das wir gerade gesehen haben, ich weiß gar nicht wie viele Sekunden, aber es waren wenig Sekunden. Felix Schweikart von Vision Checkout kennt sich da genau aus. Er hat nämlich dieses schöne und schnelle Checkout, diese schöne und schnelle Checkout-Lösung konzipiert, entwickelt und kennt sich genau damit aus. Womit haben wir es hier zu tun und was sind die Besonderheiten? Das ist der Vision Checkout und in Bezug auf die Geschwindigkeit ist es circa eine halbe Sekunde bis Sekunde, die wir brauchen für die Erkennung. Das ist allerdings nicht die Zahl, was die Gastronomen hören wollen für die Kassierzeit, sondern ich interessiere mich, wie lange braucht der komplette Kassiervorgang. Und da sind wir im Durchschnitt über alle Kunden bei 5,5 Sekunden. Von Kunde kommt, Bezahlung läuft und Kunde geht. 5,5 Sekunden. Genau. Also kriege ich viele hunderte Essen durch in der Mittagspause. Wisst ihr, wie lange das normalerweise bisher gedauert hat? Je nach Betrieb gibt es sehr schnelle von auch die Größenordnung 5 bis 10 Sekunden, gibt aber natürlich auch Kassenkräfte, wo ich dann eher in Richtung 15 bis 20 Sekunden bin. Klar. Größenordnung an Kapazitäten, die ich pro Vision Checkout kassieren kann, für die Betriebsgastronomie 400 Personen in der Mittagspause ist was wir empfehlen, dass da wirklich keiner an der Schlange stehen muss. Super, super. Was sind die Besonderheiten von diesem System? Weil, wie gesagt, das ist ein Trend. Wir sehen ja mehrere Lösungen. Was macht eure Lösung besonders? Ich glaube, Punkt 1 ist die Geschwindigkeit, eine reine Erkennung in einer halben Sekunde, ein berührungsloser Kassiervorgang. Also ein Gast kommt, stellt sein Tablett einmal unter die Kamera. Ich habe keine Interaktion mehr, lege einmal meine Karte zur Bezahlung auf und dann nehme ich mein Tablett, der Nächste kann kommen. Warum berührungslos? Nicht nur, weil es cool ist, sondern wieder punkto Geschwindigkeit, keine Interaktion. Ja. Zweiter Punkt ist einfaches Einlernen. Können wir auch gleich nochmal anschauen, was ist eigentlich nötig, dass der Vision Checkout was erkennen kann. Bieten wir die Möglichkeit, dass ein Gastronom morgens in der Früh selber ein Essen beibringen kann. Ah ja. Das heißt, das Training funktioniert relativ einfach. Ich koche das Gericht, schiebe es unter die Kamera und genau so ist. Schiebst ein bisschen hin und her und dann habe ich alle Winkel. Brauchen wir nicht mal hin und her schieben. Ein Foto reicht. Ich zeige es euch schön einmal, wie funktioniert das Einlernen. Genau, der Vision Checkout guckt auch immer mit, ob bezahlt wurde oder nicht. Ansonsten beschwert er sich, meine Ampel leuchtet oben rot. Die Gastronomen haben die Möglichkeit, einen Speiseplan zu verwalten. Im Falle, dass Gerichte schon mal angeboten wurden, leuchten sie direkt mit Foto auf. Im Falle, dass sie fehlen, dann kommt eine rote Fehlermeldung. Ich stelle meinen Artikel drunter, mache ein Foto. Wir schauen jetzt, was drauf ist. Arbeiten hier wirklich mit einer pixelgenauen Segmentierung. Schneiden also die Artikel pixelgenau aus. Aktivieren den Speiseplan. Jetzt wieder in der Cloud das Training, wo dann der Algorithmus lokal dann deployed wird, um auch offline fähig zu erkennen. Super. Ich glaube, wir sehen hier wieder, wie künstliche Intelligenz die Prozesse wirklich schneller und effizienter macht. Wir sehen, dass die Menschen auch offen sein müssen, damit umzugehen und dass man im Prinzip auch neue Talente braucht, um das zu tun. Wobei, so viel Talent braucht man nicht, weil die Prozesse sind sehr einfach, sie sind leicht geführt und das gilt eigentlich für vieles, was wir hier auf der Internorga sehen und auch das, was beim KI-Center stattfindet. Also, wir müssen uns alle künstliche Intelligenz nochmal genauer anschauen, ob es vielleicht in unseren Unternehmen auch gut funktionieren kann, weil kompliziert ist es nicht.